Hey liebe Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us Remastered. Oh, für die PlayStation 4. Im letzten Part haben wir David getroffen und sind mit dem jetzt gerade ein bisschen unterwegs. Allerdings habe ich Angst, dass ich eine Konversation vergessen habe. Das wäre äußerst ätzend. Ich hoffe, dass dem nicht so ist und spiele jetzt Okay. erstmal weiter. Bitte schön. Moment. Waren wir hier hinten schon? Moment mal kurz, waren wir da hinten schon? Ich bin so unsicher, ich hoffe einfach, dass ich es nicht vergessen habe. Na los. Oh, sieht gut aus, sieht gut aus. Ich glaube, das ist genau die Stelle. Wir müssen hier irgendwie raus. Was du nicht sagst. Pass auf, was du sagst. Mann! Sieht aus, als hätte schon jemand gegen sie verloren. Oh Gott. Wir haben diese Jungs gesucht. Egal. Nimm die Ausrüstung. Ich suche nach einem Ausgang. Okay, gut. Das war die Konversation. Die haben also nach den Jungs gesucht. Deswegen waren die hier draußen. Und auf dem Weg haben sie nur den Tod gefunden, quasi. Also mich. Ha. Ich bin dabei. Ein Molotow habe ich schon gefunden. Ja, ich bin mega glücklich. Was machen wir jetzt? Wir halten stand. Haben wir eine andere Wahl? Sterben. Gut. Was auch noch wichtig zu sagen ist, also ich hätte echt nicht gedacht, dass es so schnell passiert, aber hier, Part 28, das Spiel ist ab jetzt blind für mich. Ich finde es irgendwie so krass. Vor allem jetzt erst. Oh! Schön weg von mir. Kommen die wieder durch die Fenster oder ist es... Ach, keine Ahnung. Ah. Oh. Klicker. Oh, ich will mit der Pistole schießen. Ja, die kenne ich nämlich auch noch nicht, weil wir haben ja jetzt erst Munition Lass dafür du das? Gefunden. Sie sind auf dem Dach. Ich weiß. Okay, die Pistole three-shotted scheinbar. Klicker. Oh lol, der ist ja schon hier. Oh, ich brauch Muni. Oh hey, das war sogar ein Headshot. Und das, obwohl das Gewehr so oder so one-shottet. Schon wieder. Komm schon zurecht. Das Gefühl habe ich aber nicht. Konzentrier dich, wir schaffen es. Du redest ja schon wie Joel mit mir. Ich weiß nicht, ob Ellie das gefällt. Aber wie gesagt, also das Spiel ist jetzt wirklich blind. Ja, ich tue jetzt auch nicht mehr so, als wüsste ich irgendwas nicht. Hier ist einer neben mir. Gefällt mir nicht. Scheiße. Nein! Oh nein! Wieso hat denn sie eigentlich nicht den Messerabwehr-Skill? Ja gut, sie ist klein und schwach. Okay, ich bin hier kurz nachdem sie gesagt hat, das Gefühl habe ich aber nicht. Oh nee. Oh, ich höre Klicker. Ich muss weg. Headshot. Ich lade mal eben nach, ja? Oh. Oh nee.
Jetzt, also vorhin war hier noch ein zweiter Klicker. Da ist er. Ich höre noch einen dritten. Oh, nee. Ein Lauter! Ein was? Einer von den großen Scheißkerlen! Du hast zwei davon ausgehalten, oder? Nee, drei. Oh, fuck. Ja. Da konnte ich jetzt gar nicht so viel machen. Was? Nochmal hier? Ich hätte jetzt echt gedacht, dass der Checkpoint zumindest beim Bloater ist. Ihr macht mich echt fertig. Schmeckt nicht gut. Ein Bloater! Ein was? Einer von den großen Scheißkerlen! Nicht gut. Okay. Ein Schuss und zwei Nageldingsbomben. Und das war's jetzt immer noch nicht. Ja. Ich glaube, wir haben es geschafft. Haben wir sie alle erledigt? Du klingst ja richtig enttäuscht. Ach, eher ungläubig. Ich überprüfe die Brücke. Und ich komme mit. Stirbt doch jetzt eh, oder? Ich weiß es nicht. Wirklich, ich setup jetzt blind. Hör mal. Keine Infizierten. Keine Infizierten. Was habe ich gesagt? Na gut. Lass uns zurückgehen. Und nach unserem Vieh schauen. Warum liegen da drei menschliche Leichen? Achso, das waren Infizierte. Du hast dich ziemlich gut geschlagen, Kleine. Ich finde, wir sind ein gutes Team. Wir hatten Glück. Glück? Nein, nein, nein. Das war nicht nur Glück. Nein, weißt du, Kleine, ich glaube, nichts passiert ohne einen Grund. Klar. Im Ernst? Und ich beweise es dir. Also, dieser Winter war besonders hart für uns. Vor ein paar Wochen, da habe ich Männer losgeschickt in die Nähe der Stadt, um Nahrung zu suchen. Nur ein paar kamen zurück. Sie sagten, die anderen wurden ermordet von einem verrückten Mann. Und jetzt kommt's. Der verrückte Mann hatte ein Mädchen dabei. Siehst du? Alles, was passiert, hat seinen Grund. Hey, bleib ganz ruhig. Du hast keine Schuld. Du bist nur ein Kind. James, runter mit der Waffe. Vergiss es, David. Ich lasse sie auf keinen Fall gehen. Mit der Waffe. Jetzt gib ihr die Medizin. Den anderen wird das nicht gefallen. Lass das mal mein Problem sein. Und jetzt geh mir aus dem Weg. Du schaffst das nicht alleine. Ich kann dich beschützen. Nein, danke. Das war gruselig.
Los, weg hier. Komm schon. Komm mit. Joel? Oh. Ich habe nicht viel zu essen gefunden. Aber ich habe das hier. Okay, heb deinen Arm. Ich werde versuchen, sie von hier wegzulocken. Ich bin bald zurück. Rache. Wie gesagt, das Spiel ist ab jetzt blind. Ja, ich habe absolut keine Ahnung. Ach man, warum musste David böse werden? Er war mir relativ sympathisch. Scheiße! Boah. Ich werde mal kurz eine Sekunde wieder. Nein, nicht Callus, vergiss es. Hier drin ist irgendwo ein Collectible. Irgendwo. Oh fuck, wo war das hier drin? Irgendwo hier drin war das. Ich hab's vergessen. Was in der Küche? Nee. Ach nee, stimmt. Es war gar nicht in dem Haus.
Das war nur zur Ablenkung. Da bist du jetzt. Sheesh. Gucken wir erstmal ganz kurz das Collectible, ja? Das liegt nämlich hier, ein Firefly-Anhänger. Von wem ist der? Ganz kurz gucken. Paul D. Braun. Braun. Bist du? Ich habe dich ja gerade noch gesehen. Du kannst doch so schnell nicht weggerannt sein. Wo ist das nächste Collectible? ja. Nein, nicht gut. Okay. Wo gehe ich lang? Der muss jetzt natürlich eine Schrotflinte haben, ha? Wo sind sie? Nein, 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 nein! Nein! Oh, mieses Arschloch. Hat er die Schrotflinte fallen gelassen? Hey! Wo ist die Kleine? Oh, da sind dann noch mehr. Whoa, whoa, whoa. Alter, wo sind die denn noch überall? Da oben hat jemand geschossen. Was? Boah. Okay, Nahkampf. Hey, da lag noch Pistolmuni. Das ist gar nicht gut. Ich stelle gleich lieber noch eins her. Jetzt habe ich keine Shot, keine Sniper-Muni mehr. Mann, das ist meine Joker-Waffe. Da sind jetzt Sniper und... Hier ist sie! Wir müssen die Kleine endlich finden! Hä? Komm. Komm hoch. Was, ey? Ich hab dich zuerst im Nahkampf angegriffen, du unfairer Spieler.
Wanderweg. Okay. Der sollte hier ausführen. Ein Wanderweg. Du packst das, Ellie. Genau, Joel hat es auch gepackt, also packst du das auch. Okay. Fall nicht ins Wasser. Fall nicht rein. Oh je. Alter. Oh. Ein Rohr. Heißt zumindest schon mal weg vom Wasser. Wenn auch nur ein bisschen. Okay, Rohr habe ich mir ja aufgeschrieben. Dann dürfte hier ein Collectible liegen. Aha. Negentropie. Negentropie. Buch 8. Wieder pausieren und lesen, ne? Ihr kennt das ja. Liebe Freunde. Da ist noch so ein Rohr. Hallo? Oh. Oh, da komme ich nicht durch. Ich muss jetzt erst von draußen wegziehen. So, das war's. Oh, nicht, dass das Rohr dann jetzt einstürzt. Gras. Gras. Oh, kein Ausgang. Wie zur Hölle komme ich hier raus? Na so, das haben wir doch gerade eigentlich schon geklärt. Hier auf jeden Fall die Shotgun in die Hand nehmen. Wenn hier was kommt, dann macht's einmal Peng und dann ist Ende im Gelände für das, was auch immer. Oh! Das wollte ich jetzt gar nicht so sehr demonstrieren. Shit. Oh. Oh! Da muss ich hin. Halte durch, Joel. Hey, das sieht aus wie eine Map im Multiplayer, so ein bisschen. Oh nein. Ah, die sind irgendwo da hinten unten, glaube ich. Wo ist die Kleine? Hi. Nein, nein! Shit. Verflucht doch mal! Da ist sie! Irgendwas an Muni fallen lassen. Ich brauche dringend Sniper-Muni. Kein One-Shot, oh Gott. Ich umzingel dich, kleiner Wichser. Oh, noch einer. Ich hab dich zuerst gemessen, Mann. Naja, dann kriegst du jetzt was in den Magen, du kleine Nudel. Drecksack. Niemand gibt mir Sniper-Muni. Oh. Lauf, Ellie, lauf. Wie komme ich hier raus? Hey, ein Schneemobil. Kann ich damit fahren? Nee. Komm, da kannst du da durchkriechen. So, hier drin sollte doch eigentlich keiner sein. Ja, das ist vollkommen verständlich, Kleine. Wo geht's hier raus? Ich
erstmal gucken, ob ich noch ein bisschen was looten kann, bevor ich hier wirklich einen Weg nach draußen suche. Ich glaube, das ist in unser beider Interesse. So. Da könnte ich wieder raus. Hey. Okay, ich stelle mal kurz was mit Nadeln, mit Scheren her, damit ich die wieder mitnehmen kann. Nicht auf dieser Seite der Hütte! Dafür wirst du bezahlen! Nicht gut. Ist hier noch einer? Ja. Oder besser gesagt, war. Oh, shit. Gib mir Deckung, ich gehe rein. Das war schlecht. Ja, sie jetzt gleich bestätigt. Das war schon besser. Da ist der Ausgang. Ich bin ein bisschen angespannt. Oh, wir sind ja schon bei 30 Minuten. Ich werde hier cutten. Ja, auf jeden Fall. Wow, ich bekomme in dem Spiel in letzter Zeit gar nicht mit, wie lange ich schon spiele eigentlich. Huch, Mensch. tschüss und bis zum nächsten Mal.